zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal eine andere Art von Video für euch. Und zwar geht es heute um einen Style Talk. Das heißt, ich werde mich jetzt einfach zusammen mit euch fertig machen und euch einfach mal so ein bisschen voll quatschen und erzählen, was bei mir so momentan los ist. Und ich würde sagen, ich fange jetzt auch direkt an. Ich habe hier mein Spiegelchen und werde mich jetzt schminken. Einfach so für den Alltag, also nichts Besonderes, sondern so, wie ich jetzt jeden Tag rumlaufe. Und ich habe heute nämlich frei und habe mir gedacht, ich erzähle euch jetzt einfach mal, ja, warum in letzter Zeit kein Video online gekommen ist. Ich bin natürlich erst einmal berufstätig. Schon allein aus diesem Grund habe ich auch nicht immer ganz so viel Zeit. Und dann hatte ich ja auch schon mal erwähnt in einem meiner Videos, das war glaube ich der 50 Facts About Me Tag, dass ich 2016 heiraten werde. Und wir haben jetzt ja bereits 2016, das ist auch mein erstes Video übrigens in diesem Jahr. Und ja, wer schon mal geheiratet hat, beziehungsweise eventuell ja auch dieses Jahr heiraten wird oder in näherer Zukunft schon mal darüber nachgedacht hat, der weiß, dass so eine Hochzeit wirklich sehr, sehr aufwendig ist, was man da halt alles planen muss. Und ich bin jetzt gerade halt dabei, dass wir die Location und sowas ausgesucht haben. Also nicht nur ich, sondern das mache ich natürlich alles zusammen mit meinem Freund. Und jetzt haben wir halt erstmal, mussten wir natürlich eine Location haben. Das ist natürlich total wichtig, dass einem die auch gefällt und die haben wir jetzt halt gefunden. Und dann brauchten wir natürlich auch noch einen Fotografen und einen DJ und alles. Und beim DJ ist es wirklich so, dass die teilweise schon anderthalb Jahre vorher ausgebucht sind. Also wenn man da wirklich einen guten DJ haben will, dann muss man sich da auch frühzeitig drum kümmern. Denn ich bin der Meinung, der DJ ist ja mit der zweitwichtigste Mann auf der Veranstaltung, also auf der Hochzeit. Weil wenn der DJ nicht gut ist, beziehungsweise einfach keine Stimmung macht, dann, ja, dann ist der Tag versaut. Also der Meinung bin ich oder sind wir. Und es gibt zwar viele DJs, aber es gibt natürlich auch welche, die dann auch einfach nur so ihren Geschmack spielen. Und gerade auf einer Hochzeit ist natürlich das Publikum gemischt. Also wir haben natürlich viele aus der Familie da, also viele ältere Leute. Unter anderem aber natürlich auch Freunde, also Leute, die noch jünger sind in unserem Alter. Und da ist es einfach wichtig, dass man das ganze Publikum unterhält. Also dass für jeden Geschmack was dabei ist. Also das muss wirklich schon ein gutes, gemischtes Verhältnis sein. Und das ist gar nicht so einfach, da halt wirklich jemanden passenden zu finden. Wir haben jetzt jemanden gefunden. Und ich denke, das wird auch, der wird das auch gut machen. Und ja, dann natürlich braucht man auch einen Fotografen. Und gerade was so das Thema Fotograf angeht, bin ich halt wirklich sehr, sehr pingelig. Also es gibt natürlich viele Leute, die sich Fotograf schimpfen und dann auch noch, Hochzeitsfotograf, und ich habe mir viele Bilder angeschaut, auch so im Internet, und wo ich dann denke, ja, die Bilder hätte dann auch meine Mama, beziehungsweise, was weiß ich, meine kleine Nichte oder sonst wer machen können. Da fällt dann der Schatten, zum Beispiel, habe ich gesehen, da war ein Brautpaar, das wurde so unter den Bäumen fotografiert, also der... Die Kulisse war ja nicht schlecht, aber dann fällt der Schatten einfach der Braut total ins Gesicht und das sah einfach unmöglich aus. Und ich finde, das muss ein Fotograf wirklich auch sehen. Und dann dementsprechend handeln, weil das geht natürlich nicht. Und da habe ich jetzt aber auch jemanden gefunden, weil ich habe ja früher auch so ein bisschen Fotoshootings gemacht und da habe ich halt damals jemanden kennengelernt, bei dem ich einfach weiß, dass der versteht, was er da tut. Also der
hat einfach einen Sinn dafür, den perfekten Moment einzufangen. Und das ist halt einfach gerade bei einer Hochzeit sehr wichtig, weil man das natürlich nicht tausendmal wiederholen kann. Man kann ja nicht sich tausendmal die Ringe anstecken oder das Ja-Wort wiederholen. Also das ist halt ein Moment, der einmalig ist und der muss dann auch perfekt eingefangen werden. Also meiner Meinung nach. Und ja, da ist es halt nicht so einfach. Und da ich da halt auch wirklich pingelig bin, weil man diesen Tag halt nur einmal in seinem Leben hat oder haben sollte, möchte ich halt auch, dass das wirklich ja, schöne Bilder werden. Und da habe ich halt ja, jemanden, bei dem ich weiß, dass er das wirklich gut kann. Der ist jetzt nicht spezialisiert auf Hochzeitsbilder. Er hat natürlich sowas aber auch schon gemacht und der weiß einfach, der versteht einfach was von seinem Fach und ja, das ist natürlich gerade bei einer Hochzeit halt sehr wichtig. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Dann habe ich halt, ja, das ist halt so der Grund, weswegen ich im Moment nicht so viele Videos mache, weil es wirklich sehr, sehr aufwendig ist und ja, wenn man dann auch noch arbeitet, dann hat man halt nicht ganz so viel Zeit. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr, ja, ob ihr heiratet oder schon geheiratet habt und wie euch das geht so mit dem Zeitablauf und was da halt alles geplant werden muss. Jetzt als nächstes kommt natürlich ja, die Einladungskarten. Wir haben jetzt schon diese Save the Date Karten, haben wir schon zum größten Teil rausgeschickt. Also das sind halt einfach Karten, wo drauf steht ja, das Datum der Hochzeit, damit die... mein Computer, der damit, falls ihr es gehört habt, ja, da steht einfach halt das Datum drauf, der Hochzeit, damit ja, die Gäste sich schon mal diesen Tag einfach frei halten können, weil viele natürlich auch sich eventuell Urlaub nehmen müssen oder so. Das ist zwar ein Samstag, aber es gibt ja auch Leute, die samstags arbeiten müssen oder auch Familie, die kommt halt von weiter her teilweise, dass die schon mal rechtzeitig Bescheid wissen. Und als nächstes werden dann natürlich die regulären Einladungskarten gemacht und verteilt. Und ich möchte das zum größten Teil auch wirklich alles selber machen, weil ich habe da halt total Spaß dran und ich bin richtig im Hochzeitsfieber. Und ja, also mir macht das wirklich Freude. Und ich finde, oder ich denke, man sollte diese Zeit auch wirklich genießen, diese ja, Vorbereitungszeit. Und das tue ich auch. Und natürlich versuche ich auch, meinen Freund da mit einzubringen. Also er überlässt mir schon viele Sachen, also jetzt so, ich denke mal, was die Bastelarbeiten und so angehen wird. Klar wird er mir da auch helfen, aber so das Design und so, wie wir das dann machen, also es gibt ja diese App Pinterest und da sind wirklich viele tolle Ideen, die man sich halt dann auf seine eigene Pinnwand pinnen kann. Und da muss ich jetzt halt mal schauen, was ich davon nehmen werde oder wie ich die dann gestalten werde. Und da wird mir mein Freund dann, denke ich mal, bei helfen. Und ja, ich finde, die sind auch wirklich wichtig, die Einladungskarten, weil ich habe halt so ein Schema, was ich halt durch die ganze Hochzeit so führen möchte. Also so farbmäßig soll das alles so ein bisschen rosa-weiß gehalten werden. Also jetzt nicht so ein wirkliches Barbie-Rosa, sondern vielleicht auch eher so ein Alt-Rosa, da muss ich nochmal schauen, weil man natürlich auch gucken muss. Ich habe gehört, gerade so Tischdeko-mäßig, jetzt von der Location her, dass das schwierig ist, Rosatöne halt, also jetzt für Tischdecken und so. Klar, die Tischdecke soll natürlich, denke ich mal, die lassen wir auch weiß, weil man dann halt einfach ja, besser damit arbeiten kann mit Blumen und so. Und ja, deshalb sind halt die Einladungskarten auch wichtig, wie die gestaltet werden, weil das Thema oder Schema halt so fortgeführt werden soll. Und ich möchte eigentlich auch eine ganz einheitliche Schrift haben, das heißt, die Einladungskarten soll die Schrift haben, die dann aber auch sich wiederfindet auf den Tischkarten oder den Platzkarten. Und ja, das sind halt
alles Sachen, die bedacht werden müssen. Und jetzt auch mal genug mit Hochzeit, was steht sonst noch so an? Ich habe gerade meine Ernährung wieder umgestellt, weil ich natürlich ja, in mein Brautkleid dann passen möchte. Und ich habe im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, habe ich ja, schon mal Low Carb gemacht und habe damit so knapp 10 Kilo abgenommen. Und das mache ich jetzt auch wieder, also Low Carb Ernährung. Das hat mir ganz gut gefallen, da komme ich sehr gut mit zurecht. Und ich habe dann allerdings ja letztes Jahr auch aufgehört zu rauchen. Ich weiß gar nicht mehr wann, Mai, Juni, Juli, irgendwie in dem Zeitraum, habe ich ja aufgehört zu rauchen. Und mir war auch bewusst, dass ich dann einfach ein bisschen wieder zunehmen werde oder zunehmen werde. Das ist einfach so, da kann man nichts gegen machen. Klar kann man da ein bisschen, also man kann schon was gegen machen, aber mir war das dann eigentlich auch egal, weil ja, mir war es einfach wichtig, mit dem Rauchen aufzuhören. Und der Stoffwechsel ändert sich einfach. Das heißt, man nimmt ja automatisch ein bisschen zu. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es nicht provoziert, aber mir war es halt dann auch egal. Also ich habe dann auch wirklich mich belohnt mit anderen Sachen, mit Süßigkeiten oder so. Weil, ja, ich war halt stolz, dass ich jetzt das geschafft habe, aufzuhören zu rauchen. Aber so als Ersatz brauchte ich in dem Moment dann auch irgendwie trotzdem was anderes. Und da habe ich halt dann auch ein bisschen genascht oder auch mal ja, einfach wirklich mehr gegessen und nicht drauf geachtet. Das war mir halt egal. Es war natürlich ein bisschen ärgerlich, da ich wirklich sehr gut abgenommen hatte. Aber ich habe mir gedacht, das kriege ich auch ein zweites Mal wieder hin. Und ja, jetzt habe ich ja auch ein wirklich super Ziel vor Augen. Weil ja, gerade wenn man heiratet, da will man natürlich perfekt aussehen. Und deshalb denke ich, dass ich das auch schaffen werde wieder. Ich habe auch schon wieder, sag mal so 2,5 Kilo sind schon wieder runter. Am Anfang ist das natürlich auch viel Wasser. Aber ich werde jetzt auch wieder oder habe jetzt auch schon wieder mehr Sport gemacht. Ich mache dann ja immer diese HIIT-Workouts und dann halt so Split-Training. Da mache ich halt einen Tag Bauch oder nur Arme. Und das habe ich beim letzten Mal auch gemacht und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Wenn ihr da vielleicht mal Interesse habt, dass ich euch da vielleicht mal so ein bisschen zeige, was ich mache oder vielleicht ein paar Rezepte euch auch zeige, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zig Kilos abnehmen will. Ich möchte mich einfach wieder wohlfühlen in meinem Körper und ja auch wieder Sachen anziehen, die ein bisschen enger anliegen, ein bisschen figurbetonter sind. Ich habe das jetzt wirklich auch jetzt gerade zur Weihnachtszeit schleifen lassen. Also das war mir, da habe ich gedacht, egal, jetzt haue ich nochmal so richtig rein. Ich bin dann auch total gierig immer, was total bescheuert ist. Aber ich wusste halt, dass ich dann im Januar wirklich anfangen werde, ja, meine Ernährung wieder umzustellen. Mein Freund macht da auch mit. Der hat auch über die Weihnachtszeit so ein bisschen wieder zugenommen. Und uns macht das eigentlich auch Spaß, dann halt ein bisschen neue Sachen auszuprobieren, neue Rezepte. Und ja, was ist sonst noch so? Ich werde jetzt gleich einkaufen gehen. Ich weiß noch nicht, was ich heute zu essen mache. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich habe ganz viele Rezepte natürlich schon gemacht, weil ich das ja auch schon eine lange Zeit letztes Jahr gemacht habe, dieses Low Carb. Aber mir fällt das dann immer nicht ein wieder, was ich da immer alles so gekocht habe. Und ich mache das jetzt meistens so, dass das, was ich gekocht habe, dass ich das wirklich fotografiere, damit ja, ich so eine Art Ernährungstagebuch habe, damit ich halt weiß, was ich dann halt mir vielleicht in 14 Tagen dann nochmal zu essen machen kann, dass mir das halt geschmeckt hat. Die Rezepte schreibe ich mir dazu jetzt eigentlich nicht auf, weil ich mir das eigentlich immer ganz gut merken kann, wenn ich sehe, da auf dem Bild ist irgendwie, was weiß ich, ja, das und das, dann habe ich das Rezept dazu eigentlich wieder im Kopf, weil ich eigentlich nie so Sachen mache, die jetzt so mega anspruchsvoll sind. Und ja, jetzt werde ich halt gleich einkaufen gehen, mit dem Hund war ich auch schon draußen. Und
dann warte ich, dass mein Freund von der Arbeit kommt. Ich habe ja heute, wie gesagt, frei. Ich muss erst morgen wieder. Und dann werden wir wahrscheinlich noch nach Bremen fahren. Ja, jemanden besuchen halt. Und eventuell möchte ich dann noch kurz ein DM, weil ich gesehen habe, die haben jetzt Zucker. Also Zucker mit X, Zucker. Das ist ja gerade in dieser, bei der Low Carb Ernährung wird das ganz viel angewendet, halt als Zuckerersatz. Und ich mag nicht diesen Süßstoff in flüssiger Form, den finde ich total widerlich. Und wollte das deshalb mal ausprobieren. Ich muss mal gucken, ob die den schon haben. Also oft ist das ja so, dass ja, viele Firmen das dann noch nicht haben. Ansonsten werde ich mir das im Internet bestellen, aber ich möchte da, denke ich, nochmal eben vorbeischauen. Und die haben ja auch ansonsten immer noch viele so Sachen, die man halt während einer Ernährungsumstellung gut gebrauchen kann. Und da möchte ich dann halt nochmal eben gucken. Ich brauche unter anderem auch neues Shampoo noch. Und ja, mal schauen, was ich da dann so finde. Da gibt es dann ja eventuell einen DM-Haul in näherer Zukunft zu. Muss ich halt mal gucken, wenn ich mir da ein, zwei Teile gekauft habe, dann lohnt sich das meistens nicht. Also ich bin öfter mal beim DM oder Rossmann. Aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der das dann alles sammelt und dann halt ein Haul davon macht. Da habe ich immer keine Lust zu. Also entweder lohnt sich das und ich mache da einen Haul zu oder es lohnt sich halt nicht. Da muss ich dann halt gleich mal schauen. Oder nachher. Und ja, werdet ihr dann ja sehen. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie andere Videowünsche noch habt, weil ja, ich bin da im Moment auch ein bisschen ratlos, sage ich mal, weil ich mich da auch ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so viel mit beschäftigt habe in letzter Zeit, weil ich halt auch keine Zeit dafür hatte, beziehungsweise ja, ich halt natürlich auch viel planen muss für die besagte Hochzeit. Und ja, also schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich versuche das dann umzusetzen und ich werde auch versuchen, ja, regelmäßiger wieder Videos zu machen. Ich muss mal gucken, wie ich das halt zeitlich alles schaffe. Und ja. So, bin ich ja auch gleich fertig. Mehr mache ich auch nicht. Also das ist so wirklich mein Alltagslook, da mache ich auch keinen Eyeliner noch groß drauf oder sonst was. Da habe ich dann morgens, wenn ich Frühschicht habe, auch ehrlich gesagt überhaupt gar keine Zeit für. Deshalb ja, lasse ich das dann eigentlich immer so. Hier ist das Licht jetzt ein bisschen blöd, ich muss gleich nochmal im Badezimmer schauen, wie jetzt das Ergebnis geworden ist. Ja, meine Haare werde ich jetzt gleich auch nochmal eben machen. Die habe ich jetzt einfach nur so zu einem Zopf zusammengebunden. Ich denke mal, die werde ich gleich noch eben glätten. Und ja, dann war es das jetzt auch schon. Ja, ich bin mal gespannt, wie euch diese Art von Video jetzt gefallen hat. Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare, damit ich weiß, ob ich das halt mal öfter machen sollte. Also mir hat das jetzt eigentlich ganz gut gefallen. Ich konnte euch jetzt mal wirklich voll quatschen. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob euch das jetzt interessiert hat, dieses Thema. Bei mir ist es halt wirklich jetzt ganz aktuell und jede Braut wird mich da sicherlich auch verstehen können, dass das halt wirklich, ja, mir liegt da ganz viel dran und ich möchte, dass der Tag perfekt wird. Und ja, deshalb ist das halt ganz aktuell jetzt dieses Thema. Wenn ihr wollt, mache ich euch da auch noch gerne mal ein Update zu, was ja jetzt noch so passiert ist, was ich geplant habe oder wir geplant haben. Ja, und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag, was ihr auch immer vorhabt. Das Wetter bei uns ist jetzt nicht so toll. Also die letzte Zeit war ja Schnee bei uns. Ich komme ja aus Niedersachsen. Hier lag Schnee und teilweise war hier auch richtig Glatteis. Und jetzt ist es so richtig Herbstwetter und nicht schön. Also ich freue mich ehrlich gesagt schon auf den Frühling, wenn es dann mal ein bisschen trockener bleibt und die Sonne auch mal wieder ein bisschen scheint. Und es ist auch wieder richtig Spaß, noch mit dem Hund rauszugehen, weil im Moment ist das wirklich so eine, ja, wir müssen ja,
klar, der Hund muss raus und wenn, als jetzt Schnee lag, hat das auch wirklich Spaß gemacht, also weil wir einfach gesehen haben, wie sie das genießt, durch den Schnee zu tapfen und ja, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich will das Video jetzt nicht noch wieder verlängern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!